12 Ziegel. Die Spannung steigt. Das Herstellen eines solchen Ofens ist erstmal was Leichtes. Da ist er schon. Und da steht er schon. Was muss man denn hier noch reintun? Was kann man da noch? War das irgendwas mit... Moment, Kohle müssen wir natürlich da reintun. Kohle sowieso. Die kommt da rein. Man kann hier zwei, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, dass das nicht funktioniert. Wir haben hier, glaube ich, mit... Ich weiß gar nicht mehr, wie man den verwendet. Ich habe den so lange nicht benutzt. Aber ich habe so das dumpfe Gefühl, dass es auch hier nicht funktioniert. Also, dass dieser Schwamm auch mit diesem Ofen nicht funktioniert. Wenn einer da irgendwas weiß oder anderer Meinung ist, dann bitte gerne melden. Also ich habe gerade nochmal im Internet schnell geguckt. Das sieht tatsächlich so aus, als wenn es wirklich nur für dieses Eisen gemacht ist, der Blumenreal Furnace. Ich habe den jetzt etwas vorschnell gemacht, aber ist ja nicht schlimm, dann haben wir den hier auch noch stehen. Dann haben wir das Angebot noch ein bisschen erweitert. Leider können wir also diese Schwämme nicht in irgendeiner Art und Weise verwenden. Es scheint tatsächlich zu stimmen, dass die nur Deko sind. Und ich würde gerne diese Sache mit Atlantis jetzt abschließen. Ich würde gerne noch so ein bisschen glasmäßig da unten arbeiten, aber wir haben die Stadt im Grunde genommen erkundet und es macht jetzt auch keinen Sinn, das noch bis zum Erbrechen irgendwie auszudehnen, weil wir jetzt meinen, wir müssen da jetzt noch unbedingt was machen, weil es halt Atlantis ist. Das müssen wir nicht. Und deswegen müssen wir mal gerade schauen, wo sind die anderen Schwämme jetzt geblieben? Ich habe doch noch mehr Schwämme gehabt. Sind die jetzt noch in diesem Rucksack drin oder was? Da sind keine drin. Wo sind die anderen Schwämme geblieben? Wo habe ich die hingepackt? Keine Ahnung. Wo sind die jetzt? Da waren sie, genau. Dann kommen die auch da wieder rein, hier wieder raus. Eisen kommt da rein. Übrigens auch schon ein ganz guter Eisenvorrat, den wir angesammelt haben. Das ist gut. Und wir haben in unserem Rucksack noch jede Menge Glas. Wir werden mal so ein bisschen... Schauen, wir haben den Schiesel dabei, wir können also eventuell noch ein bisschen Glas umwandeln. Und wir haben Glowstone Dust da. Ich würde gerne mit ein paar Glowstones vor Ort in Atlantis arbeiten, um das da noch etwas auszuleuchten. Wir wollten ja sowieso unten auf dem Grund noch mit Glowstone-Lampen arbeiten. Haben wir die denn jetzt dabei oder haben wir die nicht dabei? Die müssten ja eigentlich hier auch irgendwie im Inventar sein, diese Glowstone-Lampen. In diesem Rucksack vielleicht, ich sehe sie jetzt gerade... Nicht, wo haben wir die denn gelassen, Mensch? Das ist immer so eine Sucherei mit diesen ganzen Items. Manchmal ist es fast zum Verzweifeln. Sind die vielleicht hier drin? Da sind sie. Redstone-Lampen, die brauchen wir. Und Redstone-Fackeln, genau das brauchen wir. Und da wir jetzt nochmal gerade drei Tränke hergestellt haben, Trank der Nachtsicht... Werden wir die auch noch mitnehmen. Das sind 3x8 Minuten. Das muss einfach reichen. Mehr brauchen wir da jetzt nicht. Essen haben wir auch noch da. Allerdings auch nicht mehr allzu viel. Vielleicht könnten wir da noch mal ein bisschen aufstocken gleich. Ach, die sind ja mega sättigend. Es ist unglaublich, wie sättigend die sind. Es ist ja voll veralbernd. Nee, Moment. Die möchte ich dafür nicht nutzen. Da möchte ich lieber Karotten essen. Auch wenn die nicht besonders sättigend sind. Aber da haben wir wenigstens mehr von. Diese Kaktusdinger... Die sind ja dann doch etwas wertvoller. Schade, schade, schade. Wir müssen jetzt leider fast hungern. Naja, gut. Es geht noch, es geht noch. Wir schwimmen jetzt einmal rüber. Da sind Boote. Wir machen jetzt keine neuen Boote. Wir haben Boote. Karotten. Nehmen wir ein paar mehr Karotten mit. Das wird nicht reichen. 12, nochmal 16, nochmal 12. Egal. Wir nehmen jetzt hier alle Karotten raus. Dann haben wir auch wieder mehr Platz für andere Dinge. Raus auf die See, ins Wasser. Mit den Tränken der Nachtsicht. Und dann gucken wir mal, dass wir das Ganze noch etwas mehr zum Leuchten bekommen. Übrigens, wir wollten doch Laternen bauen, fällt mir gerade ein. Moment, da müssen wir. Moment, dann können wir da das Boot ja auch mitnehmen, dummerweise. Versuche das jetzt mal so abzubremsen.
Ey, wie? Ich krieg das nicht hin mit diesem Boot, ne? Ich krieg es nicht hin. Das lassen wir erstmal hier. Redstone, Redstone. Eisen haben wir reichlich da. Dann nehmen wir noch mal so ein Ding hier. Alles, was wir an Glowstone Dust haben, nehmen wir mit. Wir wollen Laternen machen. Wir wollen Atlantis ausleuchten. Und zwar nicht nur in dem Gang, den wir gemacht haben, sondern auch an anderen Stellen. Es soll hell da unten werden, unter dem Meeresspiegel. Die Stadt soll wieder zum Leben erweckt werden. Und dafür brauchen wir, wie gesagt, Laternen. Schauen wir uns nochmal gerade das Rezept an. Eigentlich ziemlich einfach. Zweimal Glowstone, dann haben wir hier Glasscheiben. Glasscheiben. 32 haben wir dabei. Oh, ist das hier voll? Da kommt das erstmal rein. Den Rucksack packen wir erstmal weg. Das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Wir werden aber noch ein bisschen mehr Glas herstellen. Mal sehen, wie weit wir damit erstmal kommen. Was war das jetzt? Ach, mit der Fackel in der Mitte. Sorry. So kann ich das ja auch machen. Machen wir erstmal ein paar Glowstones hier. Halb, halb. Glas. 16, 16. 32, 32. Was soll's? Ordentlich Eisen da rein. Wir haben nur noch 6 Fackeln. Das ist natürlich schlecht. 6 Laternen. Dann nehmen wir uns noch mal etwas Kohle hier raus. Das ist auch fertig. Ziegel. Die kommen hier rein. Und wieder weiter geht's. Wo haben wir denn Holz? Holz brauchen wir jetzt. Das Holz. Ah, Tannenbaumholz. Tannenbaumbretter vielmehr. Stöcker. Fackeln. 64 plus 8. Sollte reichen, oder? Muss reichen. Die Kohle packen wir erstmal wieder weg. In den Ofen. Rein damit. Also Fackeln satt und reichlich, wie schon gesagt. Laterne. Glowstone Dust. Fackeln. Eisen. Habt ihr das gar nicht gesehen? 22 Laternen, ich glaube, damit können wir schon ganz gut arbeiten, oder? Wollen wir die noch ein bisschen färben? Haben wir denn überhaupt Farbstoffe da? Was haben wir denn überhaupt für Farbstoffe da? Wir können ja auch noch ein bisschen hier rumfärben. Hier haben wir blaue Orchideen, also blaue Laternen könnten wir theoretisch machen. Daraus kann man, glaube ich, Farbstoff herstellen, aber ansonsten, glaube ich, ist es auch ganz nett. Gelber Farbstoff wäre vielleicht nicht ganz verkehrt. Aber ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas... Oder können wir rein zufällig... Ich gucke jetzt mal gerade. Wir müssen hier mal eben so ein bisschen aufräumen. Ofen, Stein. Warte mal, getrocknete Erde. Die haben wir auch noch hier drin. Das müssen wir gleich mitnehmen. Crafting-Truhe behalten wir auch. Ach komm, das können wir hier alles wegpacken. So, das sieht schon mal besser aus. Glowstone-Dust... Den brauchen wir gleich noch. Den müssen wir nämlich mitnehmen. Das kann weg. Wir hätten jetzt auch noch goldene Laternen machen können. Kann man denn noch irgendwas aus diesen Schwämmen machen? Nein, kann man nicht. Ein Riesenschwamm? Nein, geht auch nicht. Irgendwie kann man gar nichts mit diesen Schwämmen machen. Die sind völlig nutzlos. Jedenfalls nach dem, was ich bisher gesehen habe. Leider ist das so. Orange Koralle. Können wir da irgendwie Farbstoff draus machen aus Korallen? Geht auch nicht. Auch Korallen sind irgendwie völlig überflüssige Pflanzen.
Oder Lebewesen. Sind das Tiere oder Pflanzenkorallen? Das sind Pflanzen, oder? Irgendwas Gelbes oder irgendwas Oranges, keine Ahnung. Oder nehmen wir einfach weiße Laternen, was soll's. Kommen wir in den Weiße. Kann man schon schlafen? Nein, kann man noch nicht. Trank der Nachtsicht, das ist aber auch völlig egal. Wir können jetzt auch mit dem Trank der Nachtsicht einfach rausgehen, den Shader ausschalten und ganz einfach. Jetzt überlege ich gerade, ob wir die Laternen auf den Platz stellen oder ob wir die an die Gebäude hängen. Ich bin im Moment für Gebäude. Ich glaube, das sieht besser aus. Wir hängen die einfach an die Gebäude dran. Und so schön der Sonnenuntergang jetzt auch ist, werden wir einfach mal den Shader, wie wir das ja schon kennen, ausschalten. Auch so ist es noch schön. Lass uns den jetzt schon nehmen, oder? Wollen wir jetzt schon trinken? Komm, wir schwimmen da jetzt hin. Wir schwimmen jetzt nach Atlantis. Wo ist Atlantis? Zeig dich, du Stadt. Es dauert etwas länger. Aber von so großer Entfernung, aus dieser Perspektive, haben wir bisher Atlantis noch nie gesehen. Wieso auch nicht? Warum sollte man das nicht mal machen? Wir haben doch nur unsere Schwimmflossen. Haben wir die eigentlich noch an? Oder haben wir die gar nicht mehr an? Wir haben doch Schwimmflossen. Moment mal, wir können auch Schwimmflossen nutzen. Unser Rucksack mit den Schwimmflossen, wo ist der denn? In dem gelben Rucksack sind die drin. Da sind sie. Und genau die wollen wir jetzt auch nutzen. Damit geht das nämlich schneller. Man merkt es schon. Wie schön das von oben aussieht. Jawoll. So, dieser Kürbis, was hat der nochmal für eine Funktion? Irgendwie gar keine. Der steht da einfach nur so rum. Da ist unser Haus, wo wir rein können. Ach, ein Creeper. Guck an. Ja, ich bin gleich bei dir. Ach, hier sind wir im Luftbereich. Im luftleeren Bereich, wollte ich gerade sagen. Wo ist er denn? Da. Also geht es jetzt los. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir schnell ans Beleuchten kommen. Der Trank der Nachtsicht hält nicht ewig. Das müssen wir also jetzt tun. Die Schaufel ist noch ganz gut in Schuss. An die Laternen kommen wir später ran. Wir können auch mit der Hand hier eigentlich arbeiten, glaube ich. Ich würde sagen, wir fangen in den Ecken an. So soll das aussehen. Jetzt gucke ich gerade mal. Hier können wir noch einen hinsetzen. Wie viel können wir denn überhaupt? Wir haben insgesamt 32 Lampen. 32. 32 Lampen. Dann können wir ungefähr 8 auf jeder Seite, richtig? 4 mal 8 sind 32, richtig? Genau. Also 8 Lampen können wir auf jeder Seite platzieren. 8 Stück, das sind richtig viel. Ich glaube, das machen wir jetzt einfach nach Gefühl. Irgendwo, wo wir denken, da passt jetzt eine Lampe hin, machen wir das. Das muss nicht regelmäßig sein. Was war das denn jetzt? Wir sind gerade eingebrochen. Ah, diesen Stollen, den haben wir. Den dürfen wir nicht vergessen. Den dürfen wir nicht vergessen. Wir haben diesen Stollen ja schon entdeckt, diese alte Mine. Cool, wie das gerade eingebrochen ist. Das bricht hier einfach so ein. Haben wir denn noch Erde? Haben wir irgendwas, um das wieder zuzumachen? Wir haben nur Sandstein. Ich glaube, wir nehmen einfach mal Sandstein dafür. Meine Sandstein können wir, glaube ich, wirklich sehr gut verwenden jetzt. Ah, diese Mine dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Dann setzen wir hier einfach auch noch eine hin, oder? Ja. Egal, einfach hier. Ich möchte jetzt,
auch nicht mehr, dass sie irgendwelche Monster spawnen. Das ist nicht schön. Das muss aufhören. Deswegen auch hier noch ein bisschen... Ja. Bald ist das vorbei. Wollen wir hier noch eine hinsetzen? Bisschen weiter draußen. Obwohl, das sieht auch blöd aus hinter Glas. Da sieht man nachher die Redstone-Fackel. Nicht so schön. Also besser hier. Hier ist es dann besser. Muss ich mal eben kurz tauschen. So kann ich besser arbeiten. Das muss so rumlaufen. Dann machen wir das einfach mal so und so. Ach, lass mal einfach. Ja, ist ja gut. Und hier eine. Es wird heller und heller. Ob die Monster das nun wollen oder nicht. Hier passt noch, hier passt gut einer hin. Ich bin sehr gespannt, wie das nachher wirkt. Moment mal. Die Blöcke würde ich schon gerne mitnehmen. Das sind Fantasieblöcke. Ja, purpurne Fantasieblöcke. Die würde ich schon ganz gerne mitnehmen. Was ist hier? Nichts Besonderes. Ach, komm, da auch noch einer. Was soll der Geiz? Und einer einfach mal hier hin. Ich meine, wir müssen jetzt auch nicht alle von diesen Dingern verbraten. Aber ist natürlich klar, je mehr wir davon verwenden, desto heller wird's. Das steht außer Frage. Hörte sich gerade so an, als ob da einer kommen wollte. Aber das ist nicht so. Ich kann mir vorstellen, dass diese Stadt super cool aussieht, wenn man die nachher von oben betrachtet. Super cool, glaube ich. Hier stellen wir mal einfach mal hier einen hin. Wo war das Skelett gerade? Komm mal einen hier rein. Einen hier mal reinpacken. Nein, das ist nicht gut. Machen wir mal zu. Ich glaube, hier ist es besser. Ah, ein bisschen enger hier, aber was soll's. Hat der jetzt gerade einen Bogen verloren? Was packen wir denn weg? Noch ein Skelettbogen. Nichts Besonderes. Keine gute Qualität. Ah, hier in die Ecke. Obwohl, hier ist ja auch schon Glowstone. Aber egal. Wieso nicht hier auch noch einen hinpacken? Ja, der Trank der Nachtsicht verliert seine Wirkung. Wir wissen's. Ich würde jetzt gerne einmal ohne Trank der Nachtsicht weiterarbeiten. Oh, immer wieder mache ich das Falsche. Ich muss hier reingehen. Wie sieht denn das so aus jetzt? Shader ist an. Ja, auch nicht schlecht. Ich glaube, jetzt können wir mal eine Zeit lang ohne Trank der Nachtsicht arbeiten. Oh, wie das Wasser aussieht. Wie nice das Wasser aussieht. Komm, wir machen das jetzt hier. Jetzt sieht man erst, wie das wirkt. Wie schön das ist. Wie schön diese Glowstones leuchten. Das hat doch was. Eben sah das so unspektakulär aus. Jetzt gefällt mir das viel, viel besser. Jawohl. Wenn das nicht schön ist, dann weiß ich's nicht. Ah, gucken wir das. Huch.
Wieso? Ach, hier ist Wasser drin, deswegen. Ja, toll. Mit Wasser da drin geht das natürlich nicht. Aber so dürfte es funktionieren. Und gleißend hell, die Dinger. Die Fackeln würde ich gerne ganz wegnehmen. Hier passt auch noch gut einer hin. Ob das hell genug ist, werden wir bald wissen. Auf jeden Fall ist die Runde jetzt voll. Hier ist die Tür. Da könnten wir eigentlich auch noch. Da würde ich gerne zwei hinsetzen. Oh, hier machen wir es richtig hell. Komm. Hier wird es richtig nice. Schön einsacken, die Dinger. Hier ist ja schließlich unser Haus. Jawoll. Damit man das von oben auch sieht. Warum mal hier so einen schönen Glowstone? Ach, das geht gar nicht. Machen wir das oder machen wir das nicht? Eigentlich würde ich das ja gerne machen. Wieso geht denn das jetzt nicht? Puh, leider kann ich hier jetzt das aber nicht so einrichten, dass das funktioniert. Was man jetzt machen könnte, ist, dass man hier einfach normalen Stein oben drüber setzt. So quasi als Tor. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Und dann machen wir das hier weg, damit das als Eingang noch besser optisch zu erkennen ist. Noch besser optisch erkennbar ist. So geht's ja auch. So können wir das ja auch machen. Wenn man jetzt ins Wasser geht, da fällt das schon ein bisschen mehr auf. Wie sieht denn das jetzt von oben aus? Lass uns mal eben von oben gucken, wie dieses Licht denn jetzt eigentlich, ohne dass wir jetzt ständig diesen Trank der Nachtsicht benutzen, wirkt. Also, es sieht insgesamt, boah, die Sonne knallt ja, Wahnsinn. Es sieht jetzt schon etwas besser aus. Also man kann, ist jetzt schon vorzeigefähig, das Ganze. Die Schwimmflossen finde ich total cool. Man kann, ich schwimme mit denen voll gerne. Aber hier wirkt das Licht dann natürlich noch viel mehr. Sieht aus wie Folie, das Wasser. Hochglänzende Folie. Man sieht natürlich noch nichts draußen. Also im Wasser. Hier ist unser Haus. Unser kleines, vertrautes Häuschen. Mit Fackeln. Das bleibt jetzt auch, glaube ich, so. Oder wollen wir auch noch einen Glowstone reinsetzen? Ach nee, lassen wir mal. Und hier geht es jetzt in die dunkle Wasserwelt. Obwohl, so dunkel ist die eigentlich gar nicht. Die wirkt viel dunkler, wenn man an der Luft steht und ins Wasser schaut. Oder hinter Glas steht und ins Wasser schaut. Aber so wirkt die eigentlich gar nicht so düster. Trotzdem würde ich jetzt gerne mal eben gucken. Wir haben ja die Laternen jetzt dabei. Die leuchten ja selbstverständlich auf, wenn wir die jetzt benutzen. Und ich würde jetzt einfach mal ganz locker flockig irgendwo an ein Haus hängen. So wirken sie jetzt nicht großartig. Hier sind aber Luftlöcher. Aber interessant, dass die überhaupt nicht wirken. Die wirken gar nicht so. Lass uns jetzt einfach irgendwo mal ein paar Lampen hinhängen. Da. Oh, die leuchten irgendwie gar nicht. Okay, jetzt sieht man es. Jetzt ist es dunkler. Hier sieht man es. Schade, das ist jetzt gerade ein bisschen enttäuschend. Also solltest du das vorhaben, du siehst jetzt, wie das funktioniert oder eben nicht funktioniert. Wie sieht denn das aus, wenn man jetzt von der Luft ins Wasser guckt? Da sieht man überhaupt gar nichts, egal ob hier irgendwo Laternen sind oder nicht. Schade irgendwie. Hier hängen wir auch noch eine dran. Ich weiß nicht, wie es von oben wirkt. Ich würde es natürlich auch gerne von da nochmal abchecken wollen, aber irgendwie ist das jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich hätte jetzt gedacht, dass das viel heller ist. Aber ist es nicht. Ist es nicht. Irgendwie ist mir jetzt auch egal, wo ich diese Laternen platziere. Hier ist der Gang. Kann man da denn Luft holen wenigstens? Das funktioniert auch nicht. Wir sind irgendwie für gar nichts nütze. Hier ist schon Laternen, haben wir schon eine hingepackt. Dann packen wir da noch eine hin.
Ja. Hier könnte auch noch eine hingehängt werden. Eben mal zwischen die Häuser durch. Jetzt geht uns gleich die Luft aus. Ist hier irgendwo eine Tür? Okay, jetzt wissen wir auch irgendwie überhaupt nicht, wo wir jetzt gerade sind. Hallo? Da, schaffen wir das noch? Völlig planlos, echt. Manchmal. So. Also von hier aus schauen wir in die Dunkelheit. Ich würde es natürlich gleich gerne nochmal ausprobieren wollen. So, hier haben wir noch Karotten. Die tauschen wir mal eben kurz aus. Also 8 Laternen haben wir jetzt noch. Ich weiß, ich bin mir gar nicht so schlüssig, ob wir die überhaupt noch anbringen sollten. Irgendwie brauchen wir das, glaube ich, gar nicht. Hier packen wir noch mal eine hin. Und wir schalten einmal kurz den Shader aus. Wie das dann aussieht. Ob das vielleicht doch noch irgendwie anders wirkt. Aber auch hier haben die Laternen so gut wie keine Wirkung. Das hätte ich in der Tat wirklich komplett anders gedacht. Na gut. Weil der Tempel so schön ist, kommt hier noch eine dran. Ein bisschen heller ist es ja. Aber es ist so gut wie nichts. Da haben die Leuchtkürbisse eine wesentlich größere Wirkung. Das muss man ganz ehrlich zugeben. Ich würde jetzt auch gerne den Shader einfach mal wieder anmachen. Einfach, weil ich jetzt auch wieder Lust habe, etwas mit Shader zu spielen. Schade, schade. Wir haben es gesehen, dass es keine Wirkung hat. Aber es war ein Versuch wert, sonst hätten wir uns ewig gefragt, boah, wie hätte das wohl ausgesehen? Wir können uns jetzt nochmal zum Abschluss. Ich wollte eigentlich das Ganze hier noch mit Fliesen auslegen, aber ich glaube, das schenken wir uns jetzt einfach mal. Ich glaube, wir schenken uns das jetzt mal. Und ich würde sagen, für diesen ersten Step ist Atlantis fertig. Wir haben hier lange genug rumgewerkelt und es wird an der Zeit, neue Dinge zu gehen, neue Projekte in Angriff zu nehmen. Ich glaube, mit dem Setzen der Lampen, der Glowstone-Lampen, auch wenn wir nicht alle verwendet haben, wir haben noch 8 Stück über. Wir haben es ganz gut gemacht von der Aufteilung her, glaube ich. Hier ist kein einziges Skelett, kein einziges Monster, was uns hier im Moment entgegenkommt. Und wenn es doch so sein sollte, ist es auch nicht schlimm. Hier passiert so schnell auf jeden Fall nichts. Schönen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du ein Like und ein Abo dalässt. Und dann sage ich einfach mal, wenn du magst, bis zum nächsten Mal. Ciao.